einordnen. Rechts abbiegen. Rechts einordnen. Geradeaus. Links einordnen. Links abbiegen. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in Hildesheim und will mir einige Sehenswürdigkeiten anschauen. Ich kenne diese Stadt nicht und dort dennoch habe ich die Michaeliskirche sofort gefunden. Und zwar dank Eva. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Sendereihe Mikroprozessoren, Mikrocomputer. In dieser Sendung soll es um einige Anwendungen zum Abschluss gehen. Und Eva ist eine solche Anwendung. Eva, das heißt elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer. Sie haben es eben gehört, wie mich dieser elektronische Verkehrslotse durch die Stadt geführt hat. Wir wollen Ihnen jetzt zeigen, wie man die entsprechenden Daten eingibt. Man muss nämlich das Ziel eingeben und den Startpunkt. Und dann kenne ich mich in einer fremden Stadt vollkommen aus, dank eben Eva. Beim Einschalten begrüßt uns das System Eva mit Guten Tag. Bitte Zieladresse eingeben. Daraufhin fordert es mich auf, die Zielangabe einzugeben. Diese kann man in einem Straßenverzeichnis bzw. Gebäudeverzeichnis nachschauen. Wir wollen an den Bahnhof fahren. Dem Bahnhof ist die Nummer 008 094 zugeordnet. Also 008 094. Bitte Zieladresse quittieren. Ich muss jetzt diese Angabe quittieren. Zieleingabe beendet. Bitte Startadresse eingeben. Wir sind an der Michaeliskirche. In unserem Verzeichnis finde ich hier die Nummer 007130. 007130. Bitte Startadresse quittieren. Zum Schluss muss ich nun die Startadresse quittieren. Startadresse beendet. Und ich kann losfahren. Links abbiegen. Damit nun der elektronische Lotse den Fahrer zügig zum Ziel führt, muss der Lotse eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllen, die bei Eva von drei Teilsystemen übernommen werden, die einander zuarbeiten. Vor Abfahrt muss erst einmal die zu fahrende Route festgelegt werden. Geradeaus. Das Routensuchsystem ermittelt aus den Angaben für Start und Ziel eine optimale Fahrtroute. Rechts einordnen, geradeaus. Optimal heißt hier nicht unbedingt die kürzeste Route, sondern die Strecke, auf der das Ziel in kürzester Zeit erreicht werden kann. Große Durchgangsstraßen werden also bevorzugt. Links abbiegen. Hierzu benötigt das System ein Abbild des Straßennetzes, das in einem Speicher in digitaler Form vorliegt. Mit den zugelassenen Abbiegemöglichkeiten, den Einbahnstraßen und so fort. Das Abbild des Straßennetzes wird vor der Fahrt etwa von einer Magnetbandkassette geladen. Scharf links einordnen. Links abbiegen. Doch wann soll der elektronische Lotse die einzelnen Fahrtrichtungsempfehlungen ausgeben? Hierzu benötigt er die Information, wo sich das Fahrzeug augenblicklich befindet. Diese Information liefert das zweite Teilsystem, das Ortungssystem. Es ermittelt während der Fahrt laufend die aktuelle Fahrzeugposition. Geradeaus. Das dritte Teilsystem ist das Navigationssystem. Das Ergebnis eines Navigationsvorganges ist die Ausgabe einer Richtungsanweisung. Das Navigationssystem liefert also an jeder Position den Kurs, der zum Erreichen des Zieles einzuhalten ist. Ziel erreicht. Die drei Teilsysteme, die alle einen eigenen Mikroprozessor besitzen, damit die Programme parallel abgewickelt werden können, befinden sich in diesem Rechner.
Hier liegt also ein sogenanntes Multiprozessorsystem vor. Die drei Teilaufgaben Routensuche, Ortung und Navigation werden vom Multiprozessorsystem erledigt. Dieses System benötigt einen Massenspeicher für den Stadtplan und Radsensoren für die Ortung. Dem Informationsaustausch mit dem Fahrer dienen ein Eingabegerät, eine Anzeige und ein Lautsprecher. Ein Ortungssystem haben wir im Studio nachgebaut. Sie sehen, auf dem Bildschirm wird der gefahrene Kurs ausgegeben. Ich kann daran erkennen, wo ich mich augenblicklich befinde. Das System erkennt die gefahrenen Strecken, zeichnet die Längen auf und die eingeschlagenen Winkel. Die Eingangssignale für das Ortungssystem liefern Sensoren an den Hinterrädern, sogenannte Impulsgeber. In unserem Fall tastet eine Fotozelle ein Schwarz-Weiß-Muster ab und liefert entsprechend die Impulse. Bei einer Strecke von einem Meter liefert der Sensor 52 Impulse. Diese Impulse zählt der Rechner und rechnet sie in den Wert für die Länge um. Ein entsprechendes Programm haben Sie in den vergangenen beiden Folgen schon kennengelernt. Bei unserem Auto sind Magnetsensoren an der Hinterachse angebracht. Durch eine Scheibe, in die ein Newton-Profil gegossen ist, wird das Magnetfeld beim Drehen der Scheibe periodisch verändert. Dies geben die Sensoren als elektrische Impulse aus. Dasselbe Verfahren wird beim automatischen Bremssystem ABS verwendet, sodass die Sensoren sowohl für ABS als auch für das Ortungssystem verwendet werden können. In den zylindrischen Körpern befinden sich zwei Sensoren, wie es auch im Schema angegeben ist. Durch die beiden Signale, die gegeneinander versetzten Sensoren liefern, kann der Rechner die Bewegungsrichtung vor oder zurück erkennen. Wie ist es nun, wenn man eine Kurve fährt? Dann legt das Außenrad an der Hinterachse einen längeren Weg zurück als das Innenrad. Wir brauchen also an beiden Rädern der Achse Sensoren. Der Unterschied der Anzahlen der angelieferten Impulse ist direkt ein Maß für den Winkel, um den das Fahrzeug seine Richtung geändert hat, und zwar unabhängig vom Radius der gefahrenen Kurve, wie eine einfache Rechnung zeigt. Es mag vielleicht überraschen, dass bei einer vorgegebenen Winkeländerung die Differenz der Laufwege der beiden Räder unabhängig davon ist, ob die Kurve eng oder weit durchfahren wird. Das ist der Unterschied zwischen Innenweg und Außenweg bei der großen Kurve. Und das ist der Unterschied zwischen Innenweg und Außenweg bei der engen Kurve. Sie sehen, die Unterschiede sind bei beiden Kurven gleich. Die Differenz der Weglängen der einzelnen Spuren ist also ein Maß für den Winkel, um den das Fahrzeug seine Richtung ändert. Die Winkeländerung entspricht also der Differenz der Weglängen und damit der Differenz der Impulse. Also der Winkel der Richtungsänderung Phi ist gleich einer konstanten kW, W bedeutet Winkel, mal der Differenz zwischen der Anzahl der Impulse vom rechten und linken Sensor, IR bzw. IL. Nun zur Länge des zurückgelegten Weges. Welche Bogenlänge soll man hierfür verwenden? Doch am besten die Länge des Weges, den die Mitte des Fahrzeuges zurücklegt. Diese erhält man, wenn man das arithmetische Mittel der beiden Spurlängen bildet. Das heißt, zur Auswertung muss das arithmetische Mittel der Impulszahlen herangezogen werden. Für die Streckenmessung ergibt sich dann: die Weglänge S ist gleich einer konstanten Ks multipliziert mit dem arithmetischen Mittel aus den Impulszahlen. Die Konstanten hängen ab von der Anzahl der Impulse pro Raddrehung und dem Radius der Räder.
die Konstante KW noch zusätzlich von der Spurbreite. In kurzen Abständen misst das Ortungssystem die Länge des zurückgelegten Weges und die Winkel der Richtungsänderungen. Die entsprechenden Pfeile werden aneinandergefügt. Man erhält die vollständige Beschreibung des Weges. Der Rechner weiß, wo sich das Fahrzeug befindet. Da die Pfeile immer aneinander gekoppelt werden, nennt man dieses Verfahren auch Koppelortung. Die Endpunkte der Pfeile werden in ein XY-Koordinatensystem umgerechnet, sodass man den Weg leicht auf dem Bildschirm darstellen kann. Nun ein Test zur Genauigkeit unseres Ortungssystems. Mit voll eingeschlagener Lenkung wird ein Wendekreis gefahren und das Fahrzeug wird bis auf wenige Zentimeter seinen Startpunkt erreichen. Zeigt dies auch das Ortungssystem an? Da haben wir aber Glück gehabt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Die Radien der beiden Räder können durch falschen Luftdruck, einseitige Belastung oder Abnutzung verschieden sein. Und insbesondere in schnell durchfahrenden Kurven verringert sich der Radius des kurvenäußeren Rades. Und durch die auftretenden Querkräfte kann sich die effektive Spurweite verändern. Diese Fehler können sich addieren. So kann es sein, dass das Ortungssystem auf einer geraden Strecke eine weitläufige Kurve registriert. Doch da sind die Entwicklungsingenieure von EVA auf eine gute Idee gekommen. Auf den Strecken zwischen den Kreuzungen kann das Fahrzeug nicht abbiegen. Es muss eine bestimmte Strecke zurücklegen bis zur nächsten Kreuzung. Hier genügt es, lediglich die Länge des zurückgelegten Weges zu messen. Ist der Weg zurückgelegt, weiß sozusagen das Ortungssystem, dass es an der Kreuzung ist und setzt auf dem Gebiet der Kreuzung die Koppelortung ein. Aufgrund der Koppelortung erkennt das System, welche von den weiterführenden Straßen der Fahrer wählt und misst nach Verlassen der Kreuzung wieder die Weglänge bis zur nächsten Kreuzung. Dieses Verfahren hilft auch, etwaige Ortungsfehler zu korrigieren. Hat beispielsweise das Ortungssystem diesen Punkt als augenblickliche Position errechnet, obwohl sich das Fahrzeug schon auf der Kreuzung befindet und nach links abbiegt? Erkennt dies das Ortungssystem aufgrund des abgespeicherten Stadtplanes und korrigiert den errechneten Standort auf die nächstliegende Kreuzung mit Linksabbiegermöglichkeit. Mit Hilfe dieser stadtplangestützten Ortung wird das Fahrzeug sein Ziel mit einer Genauigkeit von etwa einer Wagenlänge erreichen. Doch, wenn das Fahrzeug auf dieser Straße in Gegenrichtung fährt, ist die Pfeillänge gleich, aber es wird an eine andere Kreuzung kommen. Deshalb müssen bei gegenspurigen Fahrbahnen zwei Pfeile abgespeichert werden, die Information über die Weglänge besitzen und über die möglichen Wege, mit denen nach der Kreuzung die Wege fortgesetzt werden können. Hier sind alle Wegpfeile angegeben, wobei die Nummern der Gegenrichtungspfeile durch A bzw. B unterschieden werden. Hier zum Beispiel haben wir eine Einbahnstraße. Von Pfeil 4b kann nicht in Richtung Pfeil 7 abgebogen werden. Damit ist nun auch das Verfahren klar, nachdem der Stadtplan im Speicher abgelegt wird. Ein einzelner Wegpfeil wird mit seiner Weglänge und dem Hinweis auf die Nummern der nachfolgenden Pfeile abgespeichert. Ein Pfeil wird also als ganzer Datensatz mit den Nummern der nachfolgenden Pfeile abgespeichert. Durch die Hinweise auf die möglichen Nachfolgewege kann das Programm leicht alle Wegemöglichkeiten feststellen. Der Weg von dem Pfeil 1a nach 6, den das Routensuchprogramm gefunden hat, wird so dargestellt. Der Lotsenvorgang läuft nun wie folgt ab. Aufgrund der Starteingabe und der Ortung weiß das System, dass es sich auf dem Weg 1a befindet. Kurz vor der nächsten Kreuzung gibt das Navigationssystem die Empfehlung für die nächste Wegstrecke aus, die vom Routensuchprogramm festgelegt wurde. Rechts abbiegen. Da aufgrund der gespeicherten Daten das Programm alle möglichen Wege zum Ziel finden kann, führt das Lotsensystem den Fahrer zum Ziel, auch wenn er sich einmal nicht an eine Empfehlung hält. Es erkennt nämlich den eingeschlagenen Winkel und damit den gewählten Wegabschnitt. Damit kennen wir das Ortungs- und das Navigationssystem.
Nun zum Routensuchsystem. Gegeben ist Start und Ziel, man sucht den Weg zum Ziel. Das ist dieselbe Aufgabe, die bei Labyrinthen gegeben ist. Und da findet man den Weg meist schneller, wenn man vom Ziel ausgeht und den Weg zum Start sucht. Genauso geht unser Routensuchsystem vor. Wir wollen beispielsweise von der Strecke 1a nach 5a fahren. Wir beginnen beim Ziel und sehen, dass nach 5a zwei Wege führen. Die werden rückwärts verfolgt und von 4a dann weiter, bis man nach 1a kommt. So sucht das Routensuchsystem alle möglichen Wege nach 1a rückwärts aus und wählt dann denjenigen Weg aus, der am schnellsten durchfahren werden kann. Dazu müssen bei den einzelnen Strecken auch noch die mittleren Geschwindigkeiten abgespeichert sein, mit denen diese Strecke durchfahren werden können. Wichtig aber ist, dass bei den Strecken auch die Wege stehen müssen, die nach den Strecken führen und nicht nur die Nachfolgewege. In den Datensätzen für die einzelnen Streckenabschnitte müssen also für die Routensuche auch die Hinweise für die unmittelbar zuvor liegenden Streckenabschnitte enthalten sein. In dieser Form ist der Stadtplan abgespeichert. Für den Rechner sehr übersichtlich, für den Menschen wohl nicht. Noch eine Bemerkung zur benötigten Speicherplatzkapazität. Man rechnet, dass man pro Einwohner 1 bis 2 Byte Speicherplatz benötigt. Das heißt, auf einer solchen Kompaktdisk könnte man das ganze Straßennetz und alle Stadtpläne der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs und der Benelux-Länder abspeichern. Doch nun zu einer Entwicklung des Lehrstuhls für Steuer- und Regelungstechnik der Technischen Universität München. Dieses Fahrzeug hat nicht nur ein Ortungs-, Navigations- und Routenzugsystem. Nein, es fährt auch noch selbstständig. Und mehr als das. Es erkennt Hindernisse, vermisst sie wie ein Geometer, legt die Ergebnisse in Form einer Karte im Speicher, im Gedächtnis ab, legt ein Straßensystem fest und fährt erkundend zum vorgegebenen Ziel. Über dem Antriebssystem liegen die Akkus zur Energieversorgung. Oben das Verarbeitungssystem. Es ist ein Multiprozessorsystem mit einem Steuerrechner für das Antriebssystem und dem Ultraschallentfernungssensor und einem Leitrechner, der die Karte erzeugt, Wege festlegt und sie optimiert. Denn nachdem das Fahrzeug das Ziel erreicht hat, fährt es zurück zum Start und dieses dann auf dem schnellsten, auf dem optimalsten Weg. Wie macht es dies? Wie erforscht nun das Fahrzeug seinen Weg? Nehmen wir an, dass zuerst keine Hindernisse vorhanden sind. Das Fahrzeug kann von seinem Mittelpunkt aus 60 cm weit sehen und schaut sich die Umgebung an. Wenn es seine Umgebung weiter erforschen will, kann es auf einer geraden Strecke an den Rand fahren und sich von dort die weitere Umgebung wieder anschauen. So kann es schrittweise die Umgebung erschließen. Der Radius des Kreises, wie die Sehnen, haben alle dieselbe Länge, die gleich der Sehweite des Fahrzeuges ist. Es entsteht so ein Sechseck. Das Fahrzeug kann ohne weiteres in einer Linie von einem Punkt zum anderen fahren. Das Fahrzeug legt sich sozusagen ein Straßennetz an, das durch die Punkte vorgegeben ist. Doch das Fahrzeug soll ein vorgegebenes Ziel erreichen. Es kennt den Startpunkt und den Zielpunkt. Als erstes legt es sich die 6 Anfahrpunkte ab im Speicher, die es im bekannten Gebiet anfahren kann. Von diesen Punkten wählt es sich den Punkt aus, der dem Ziel am nächsten ist. Von diesem Punkt aus exploriert das Fahrzeug wieder das Gebiet, legt sich die Randpunkte fest, wählt sich den zielnächsten Punkt und so fort. Und zwar so lange, bis das Fahrzeug das Ziel einsehen kann. Dann wird das Ziel direkt angefahren. Damit ist die Umgebung des ganzen Weges vom Ziel bekannt.
Das Fahrzeug kann auf dem direkten Weg zum Startpunkt zurückfahren. Erkennt nun das Fahrzeug ein Hindernis, so legt es die möglichen Anfahrpunkte wie üblich fest. Und legt sich um das Hindernis eine Schutzzone mit der halben Fahrzeugbreite. Dann legt es sich weitere Anfahrpunkte fest, und zwar so, dass das Fahrzeug möglichst nahe am Hindernis vorbeifahren kann. Links und rechts vom Hindernis. Denn es könnte ja sein, dass das Hindernis umfahren werden muss. Findet das Fahrzeug mehrere Hindernisse vor, so erkennt es aufgrund seines Echos, dass es sich vielleicht um zwei Hindernisse handelt. Es fährt dann vor beide Hindernisse, um zu prüfen, ob es zwischen den Hindernissen hindurchkommt, in unserem Fall nicht, weil da noch ein drittes Hindernis steht. Aufgrund solcher Regeln erforscht das Fahrzeug seinen Weg zum Ziel. Es wählt immer die Punkte, die möglichst nah am Ziel liegen und Strecken, die möglichst nahe am Hindernis vorbeiführen. Hier erkennt das Fahrzeug, dass kein Durchkommen ist. Es muss also wieder zurückfahren. Legt sich die Strecke wieder sehr nahe am Hindernis fest und fährt so weit es kann. Und so fort. Die entsprechende Karte legt sich das Fahrzeug dann in seinem Gedächtnis ab. So dass es beim Rückweg auf dem schnellsten Weg wieder in den Startpunkt gelangen kann. Dieses Fahrzeug ist ein lernfähiges System, das seine Umgebung erforscht und sozusagen kartografiert. Über eine Infrarotstrecke kann das Fahrzeug seine Erfahrungen einem ortsfesten Rechner mitteilen. Hier der derzeitige Wissensstand. Das dunkle Feld ist dem Fahrzeug bekannt. Es hat also die Lücke zwischen den Hindernissen erkannt. Bei den beiden Beispielen wurde der Weg jeweils über das Abrollen der Räder gemessen. Und damit können doch erhebliche Fehler auftreten durch Schlupf oder Ähnliches. Da kann nun eine Entwicklung des Instituts für Mess- und Regelungstechnik der Universität Karlsruhe Abhilfe schaffen. Hier wird berührungslos der zurückgelegte Weg des Papierbandes, das für uns gleichsam die Straße ist, direkt über einen Sensor gemessen, der am Fahrzeug angebracht zu denken ist. Durch die Optik werden zwei Bereiche im bestimmten Abstand auf jeweils eine Fotozelle abgebildet. Die Rauigkeit des Papiers verursacht Schwankungen der Lichtintensität, die die Fotozelle in Spannungsschwankungen umformt. Die zweite Fotozelle zeigt ähnliche statistische Schwankungen, allerdings um die Laufzeit des Papierbandes zwischen den beiden auf die Fotozellen abgebildeten Gebieten verschoben. Halten wir die statistischen Verteilungen der Lichtintensität fest, so sehen wir durch Vergleich tatsächlich, dass die untere Verteilung ähnlich der obigen lediglich verschoben ist. Diese Überprüfung auf Ähnlichkeit wird durch ein rechenintensives Programm abgewickelt. Dieses aufwendige sogenannte Korrelationsverfahren wird so schnell ausgeführt, dass man gleichsam sofort den Wert der Geschwindigkeit bzw. die Länge des zurückgelegten Weges erhält. Ich lasse den Motor langsamer laufen für das Papierband. Jetzt haben wir ungefähr 2 Meter pro Sekunde und jetzt wieder 4 Meter pro Sekunde. Wenn nun der Rechner den Verlauf der beiden Spannungssignale, die die Fotozellen liefern, auswerten soll, dann muss der Wert der Spannungssignale in binären Zahlen dargestellt werden, da ja der Rechner nur diese versteht. Die entsprechende Umwandlung leisten Analog-Digital-Wandler. Ein Analog-Digital-Wandler wandelt den Wert eines Spannungssignals
den wir hier durch ein analoges Zeigerinstrument messen, um in eine Zahl in Ziffern geschrieben, hier im Binärsystem, also in eine digitale Darstellung. Der Spannungsbereich von 1 Volt wird durch den Analog-Digital-Wandler in 256 Stufen eingeteilt, denn mit 8 Bit kann man 256 verschiedene Werte darstellen. Und natürlich gibt es auch einen Baustein, der das Umgekehrte leistet. Einen Digital-Analog-Wandler. Da auch Sprache und Musik über ein Mikrofon in elektrische Signale umgewandelt werden können, können auch diese wieder über einen Analog-Digital-Wandler digitalisiert werden, abgespeichert werden und aus dem Speicher wieder aufgerufen werden. Über einen Digital-Analog-Wandler wird die Sprache wieder hörbar. Diese Verfahren werden heute in der Musik verwendet. Auch diese beiden Musikinstrumente haben Mikroprozessoren, sie verwenden also digitale Verfahren. Die Töne, die hier im Speicher gespeichert sind, werden über das Tastenfeld abgerufen und der Mikroprozessor rechnet die entsprechenden Tonhöhen aus. Ich speichere einen Ton. Guten Morgen. Wir können hier den Verlauf der Amplitude dieses Satzes sehen auf dem Bildschirm. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann auch einen Flötenton abspeichern. Kann der Traum der alten Orgelbauer auch eine Vox Humana erzeugen? La. Aber hier kann man auch Töne synthetisch erzeugen durch Eingabe auf dem Bildschirm. Diese vertikalen Strecken sind Skalen für die Lautstärken der einzelnen Teiltöne, aus denen ein Klang zusammengesetzt ist. Und hier sehen wir die entsprechende Schwingungsform. Das klingt so. Nun zu unserem letzten Beispiel. Das ist eine elektronische Kirchenorgel. Das mag vielleicht ein Widerspruch sein für manche. Aber deswegen eine elektronische Pfeifenorgel, weil nämlich hier Originalpfeifenklänge einer Kirchenorgel digital abgespeichert sind. 32 verschiedene Klangfarben, also Register, kann man hier zuschalten. Zum Beispiel das Krummhorn. Oder die Rohrflöte. Und im Pedal die Posaune. Damit sind wir am Ende unserer Sendereihe angelangt. Wir wollten Ihnen die Grundlagen der Mikroelektronik ein wenig verständlich machen. Jedenfalls herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen.